Hallo meine Lieben, dies ist ein Ankündigungsvideo zum hoffentlich bald nötigen 1000 Abonnenten-Special. Nein, ich werde jetzt nicht spielen, es ist nur eine Ankündigung, aber tatsächlich hat dieses Spiel, Nick Chase, A Detective Story, etwas mit dem Special zu tun. Ich habe das Spiel schon angekündigt für Juni als Stream, da dann aber der nächste Teil von Dark Parables dazwischen kam, habe ich das einfach mal aufgeschoben. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und ja, was habe ich genau mit euch vor? Da 1000 Abonnenten, für viele eigentlich wenig ist, für mich persönlich aber extrem viel ist, weil ich nie gedacht habe, dass ich überhaupt so weit komme, möchte ich da was ganz Besonderes tun, und zwar nicht für mich, sondern für euch. Und zwar möchte ich dieses Spiel mit euch zusammenspielen. 10 ausgewählte Abonnenten von euch dürfen mich dabei begleiten, das heißt, es wird mindestens 10 Parts geben und bei jedem Part wird jemand anders von euch dabei sein. Was bedeutet das? Wichtig ist, ihr müsst natürlich Zeit haben, um dabei mitzumachen. Das Ganze wird über, über die Bildschirmübertragung von Skype passieren. Ihr müsst also Skype haben und natürlich auch ein Headset. Und ihr solltet möglichst, am späten Nachmittag in der Woche oder gerne auch mal morgens an Wochenenden Zeit haben. Und da das Ganze eine Detektivgeschichte ist, wo vielleicht Hinweise wichtig sein könnten, ist es natürlich wichtig, dass wenn ihr dran seid, mit mir aufzunehmen, ihr die vorherigen Parts schon gesehen habt. Ich werde die also immer zeitnah hochladen. Und es ist Pflicht, dass ihr die geguckt habt, sozusagen als Prüfungsvorbereitung, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Hat natürlich derjenige, der als erstes dran ist, am wenigsten Arbeit. Der muss sich nämlich gar nicht vorbereiten. Die Reihenfolge ist willkürlich. Da wird einfach geguckt, wer als erstes Zeit hat. Das heißt, es wird wie beim Arzt auch Termine geben. Und wer jetzt sagt, hör mal, ich könnte sofort aufnehmen, heute, und ich sag, super, passt mir, dann legen wir halt los. Das hat nichts mit Wertigkeit zu tun, ne? Das ist da also ganz, relaxed per Zufallsgenerator sozusagen. Sollte es weniger als 10 Parts sein, hängen wir noch ein zweites Spiel dran. Sollten es mehr als 10 Parts sein, mache ich die letzten entweder alleine oder hole mir noch jemanden ins Boot. Das wird sich dann entscheiden, je nachdem wie lang das Spiel ist. Jeder Part wird auch 15 Minuten lang sein, da müssen wir also wirklich die Zeit stoppen, damit wir für den Fall, dass das Spiel kürzer ist als erwartet, auch möglichst alle unterkriegen. Also kein Überziehen auf 25 Minuten, wie ich das alleine gerne mache. Wie könnt ihr denn nun dabei sein? Und zwar müsst ihr euch bewerben. Per PN. An mich, logisch. Und bitte auch nur über YouTube, nicht über Facebook oder so, weil es ist etwas schwierig, dann den Überblick zu behalten, wenn man über verschiedene Medien da eine Bewerbung bekommt. Und damit ich mir das Ganze besser zurechtlegen kann, also macht das bitte nur über YouTube. Das heißt, ihr müsst natürlich auch einen YouTube-Kanal haben, wenn ihr mitmachen wollt, den ich dann auch gerne verlinke, wenn ihr möchtet. Was muss in diese Bewerbung rein? Schreibt mir, warum ihr dabei sein wollt oder dabei sein müsst. Und da bitte nicht einfach nur, weil ihr meine Lieblings-Let's-Playerin bist. Ich freue mich total, wenn ich das tatsächlich bin, aber mit Schleim kommt ihr ja auch nicht weiter. So als Beispiel, Nekogiri könnte zum Beispiel sagen, weil du ohne mich eh aufgeschmissen bist in solchen Spielen. Oder sowas. Oder, was ist eigentlich völlig Latte? Seid da mal ein bisschen kreativ und die besten, lustigsten, sinnvollsten Antworten kommen dann, sind dann mit dabei. Wichtig ist auch, dass ich euch irgendwie kenne. Also es ist egal, ob ihr von Anfang an mein Abonnent seid oder erst seit 2 Monaten. Aber es ist schön, wenn ihr nicht einfach nur in meiner Abonnentenliste steht, sondern auch tatsächlich meine Videos guckt, mal einen Kommentar hinterlasst oder mir auch bei Facebook folgt und da vielleicht einen Kommentar hinterlasst oder so. Also ich möchte schon, dass mir der Nutzername irgendwie bekannt vorkommt, weil wenn ihr mal schaut, knapp 1000 Abonnenten und im Schnitt selbst nach einer Woche 50 Views pro Video, das heißt natürlich, dass der harte Kern irgendwie doch relativ klein ist. Und da wäre es also schon schön, wenn mir euer Name was sagt und wir nicht irgendwie völlig Fremde sind. Wenn ihr mich jetzt gerade erst abonniert habt, könnt ihr natürlich auch jetzt noch anfangen, euch bekannt zu machen. Aber bitte nicht jetzt auf Teufel komm raus unter jedem Video tolles Video posten oder so. Also es sollte schon irgendwie ein ernst gemeinter Kontakt sein. Und nicht einfach nur jetzt, um bessere Karten zu haben. Wichtig ist auch, ein paar von euch kenne ich jetzt nun schon deutlich besser als andere. Mit denen habe ich auch privat dann zu tun. Die haben keinen Bonus.
Also es werden nicht obligatorisch meine Freunde außerhalb YouTube irgendwie bevorzugt. Da sind die Chancen also für alle gleich, das verspreche ich euch. Und sollten mehr als 10 gute Bewerbungen eingehen, dann entscheidet leider das Los. Da müsst ihr dann mit klarkommen. Ja, bewerben könnt ihr euch ab sofort, wie gesagt, nochmal per PN über YouTube an mich. Und ausgelost wird, sobald ich 995 Abonnenten habe, sage ich mal, oder wenn das weiterhin so schleppend geht wie die letzten Tage, auch 998, also irgendwann zwischen 995 und 999 wird dann ausgelost, je nachdem, wie schnell das dann geht. Und dann bitte ich euch also auch, dass wir zügig uns um einen Termin kümmern. Das heißt jetzt irgendwann Ende Juli, Anfang August. Heißt natürlich auch, wenn ihr zu der Zeit im Urlaub seid und nicht aufnehmen könnt, ist natürlich die Frage, ob ihr euch da wirklich bewerben solltet. Denn es wäre total blöd, wenn ihr dann zu den Top 10 gehört und mitmachen sollt, aber dann irgendwie keine Zeit habt. Weil ich will natürlich auch, dass das Special nicht 2 Monate vor sich hin dümpelt, bloß weil ihr in eurem Terminkalender keinen Platz findet. Also bitte bedenkt dabei, ihr braucht Zeit, mal eben die Viertelstunde mit mir aufzunehmen, und ihr braucht Zeit, gerade wenn ihr weiter hinten in der Liste steht, die vorherigen Videos zu gucken. Na, ich möchte, dass das Ganze doch etwas professionell abläuft. Ich weiß, dass ihr das alle könnt und ich vertraue euch da auch voll und ganz, aber denkt bitte vorher einfach darüber nach und bewerbt euch nicht einfach blind. Ja, das war eigentlich auch schon alles, was ich sagen wollte. Also ich freue mich sehr, das mit euch zu spielen, und ich freue mich über sehr viele Bewerbungen, die hoffentlich eintrudeln werden. Ich bin auch sehr auf eure Kreativität gespannt. Ihr könnt natürlich eure Bewerbung auch als Bild malen und mir schicken oder ein Gedicht schreiben, oder das ist eigentlich völlig egal, was ihr macht. Ich lasse mich überraschen. Und ja, die Leute mit den besten Argumenten sind dann mit dabei, und ja, ich lasse mich überraschen. Ihr habt hoffentlich auch Spaß bei der Sache, selbst wenn es vielleicht nicht klappt. Und alles Weitere seht ihr demnächst hier auf diesem Kanal.